Bisher haben wir nur positionelle Konzepte betrachtet. Jetzt kommen wir zu den Taktik, und zwar bauen Durchbrüche. Okay, zuerst eine bekannte Stellung. Hoffentlich ist das bekannt. Weiß am Zug und er muss ein bisschen kreativ sein in der Stellung. Wenn die Bauern hier am Königsflügel blockiert wird, dann kommt der König rüber, der schwarze König steht hier wunderbar und nimmt beide Bauern. Okay, zurück. Weiß muss einen Durchbruch finden. Und das hat er mit G6. Und wenn zum Beispiel Schwarz hier auf G6 nimmt, F6 gewinnt. Und H6 und so weiter. Die nächste Stellung ist so ähnlich, aber weniger bekannt. Weiß gewinnt hier. Aber es ist nicht so leicht. Weiß hat dasselbe Problem. Wenn die Bauern hier am Königsflügel blockiert wird, dann kommt der König rüber. Und Schwarz gewinnt. Also Weiß muss einen Durchbruch finden. Aber G5 geht nicht hier, wie in der anderen Stellung. Schwarz nimmt weg. Und ja, wenn, sagen wir, F5, dann kann man einfach auf H4 nehmen. Und Weiß bekommt eine neue Dame, aber Schwarz auch. Und das ist bald matt. So ist das Problem. Zurück. In diese Stellung, es gibt nur eine gute Möglichkeit für Weiß. Und das ist H5. Der gewinnt. Und wenn Schwarz auf H5 nimmt, Weiß spielt E5. Einziger Gewinnzug. Und wenn er nimmt, F5. Oh, Verzeihung. F5. Der Punkt ist, dass Weiß macht eine Dame auf der F-Linie und das ist Schach. Und das ist ein ganz gängiges taktisches Motiv, dass wir können irgendwie organisieren, dass man eine Dame macht, so dass es Schach ist oder es gibt eine andere taktische Möglichkeit. Zum Beispiel wie in der Partie Salov gegen Short, die wir schon gesehen haben. Ja, hier Weiß gewinnt. Und das ist Schach auf F8. Es gibt andere Varianten, aber okay, das ist die Hauptidee. Okay, noch ein Durchbruch. Und das ist von Averbach und Meselis. Sie haben ein Meisterwerk über Bauernendspiele geschrieben. Hier, Weiß hat dasselbe Problem. Es droht, mit dem König rüber zu kommen und den Bauern zu gewinnen. Aber Weiß kann mit C5 oder B5 gewinnen. Natürlich, das geht nicht. Und D6 und so weiter. Also König G3. Und jetzt B5 gewinnt. Wenn Schwarz nimmt, C6. Und der A-Bauer geht durch. Okay, eigentlich ziemlich einfach.